Herr Neuss, wir haben uns gedacht, wir fahren wieder mal beim Forst am Güstrow vorbei, was es da so Neues gibt. Vor einer Woche hatten Sie engagierte Bürger, Naturfreunde und sogar ganze Familien aufgerufen, Ihnen bei der Aufforstung einer knapp 2 Hektar großen Fläche im Revier Windfang bei Krakow am See zu helfen. Wie ist die Aktion denn ausgegangen? Ja, schön, dass Sie mal wieder vorbeigucken und uns auf die Aktion in Ahrenshagen ansprechen. War eine sehr gelungene Aktion. Wir haben ungefähr 35 Bürger auf der Fläche gehabt, die sehr tatkräftig und voller Elan uns unterstützt haben, dort die Bäume in die Erde zu bekommen. Und wir haben in dem Zeitraum, den wir uns so vorgenommen hatten, von 3 Stunden, also durchaus 5.000 bis 5.500 Buchen in die Erde gebracht. Das ist ein stattliches Ergebnis und war ganz toll, dass uns die Bürger so unterstützt haben. Es waren ja auch europäische Lärchen noch geplant. Haben Sie die auch in die Erde bekommen? An dem Tag noch nicht. Die müssen erst noch nachgeliefert werden. Aber das werden wir jetzt in den nächsten Wochen hinbekommen, ja. Aber den Mix hatten Sie mit Bedacht gewählt, also Rotbuchen und europäische Lärche. Warum? Der Mix ist mit Bedacht gewählt, weil an der Stelle wollten wir standortlich die Buche versuchen. Die mag es aber nicht unbedingt so auf der Freifläche und dann wollen wir die Lärche dort großräumig gleich mit einbringen. Die macht ziemlich schnell einen Schutz, einen Schirm über der Buche und dann glauben wir, dass die Buche da auch ganz gut anwachsen kann. Die Aktion vor einer Woche, Herr Neuss, war ja nur der Anfang einer, ich glaube, über Jahre hindauernden Aufforstung von ehemals landwirtschaftlich genutzter Fläche, jetzt Umwandlung in Wald. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich. Wie kommt es denn da? Oh, das ist wirklich dann eine gravierende Entscheidung der Landespolitik, die wir natürlich sehr begrüßen als Förster, dass wir dort wieder mehr Wald bekommen. Da hat sich die Politik wirklich entschieden, einen Teil der Landesflächen, die von der Landgesellschaft verwaltet werden, für Aufforstung und Moorprojekte zur Verfügung zu stellen. In diesem Jahr sind das wirklich erstaunliche knapp 700 Hektar, die dort erstmalig aufgeforstet werden. Ich glaube, so einen großen Happen pro Jahr gab es eigentlich noch nie. Und im Forst am Güstrow sind das dann auch immerhin so 15 Hektar, die bei uns anfallen, die wir dann erstmalig aufforsten können. Da in diesem Revier Windfang. Die Flächen liegen noch ein bisschen woanders, also im Revier Windfang ist auch eine Fläche, im Revier Kirchrosin ist noch eine und oben an der Autobahn, wo wir ja auch den Windschutzwald schon gepflanzt haben, ist anschließend noch eine Fläche, wo wir das machen können. Die Fläche, wo wir jetzt drauf waren, die haben wir tatsächlich mal gekauft, auch das gibt es. Das war also eine Ackerfläche, die die BVVG angeboten hat und die hat die Landesforstanstalt dann käuflich erwerben können. Okay, kommen wir zu aktuellen Ereignissen. Herbstzeit ist ja auch immer Jagdzeit. Wie sieht es denn da aus? An den Straßen sieht man manchmal so Schilder, Vorsicht Jagd. Da werden die Kraftfahrer um ein vorsichtiges und besinnliches Fahren, zu einem besinnlichen Fahren aufgefordert. Was sagen Sie den Kraftfahrern? Ja, würde ich ganz gerne aufgreifen. Das Thema November, Dezember ist immer der Schwerpunkt der Bewegungsjagden. Da wird also wild bewusst in Bewegung gebracht. Die machen dann natürlich vor keinen Straßen Halt. Da werden dann morgens am Tag Hinweisschilder aufgestellt, eben auf die jagdliche Situation an dieser Straße. Und es wäre sehr schön und auch sehr wichtig, wenn die Autofahrer diese Schilder, die nicht immer ganz deutlich aussehen müssen, aber erkennen und beherzigen und dann in den Streckenabschnitten wirklich deutlich langsamer fahren, um dann wirklich Wildkollisionen vermeiden zu können. Ja, sonst haben sie dann selber einen Braten erlegt, ne? Mitunter. Die noch nicht mal und ist meistens sehr teuer geworden, ja. Genau so ist das. Es geht auf Weihnachten zu und die Leute fangen jetzt langsam an, sich Gedanken zu machen, wo sie einen Weihnachtsbaum herbekommen. Viele sagen, ich hole mir den vom Forstamt, da kommt er quasi aus erster Hand und ist ganz frisch geschlagen. Gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Weihnachtsbaumverkauf bei Ihnen? Sehr schöne Idee, zu den Forstämtern zu kommen, um Weihnachtsbäume zu kaufen. Ja, deshalb stehen wir hier draußen gerade. Wir wollen, trotz dass wir noch im Außenbereich hier eine Baustelle sind, doch versuchen, auch dieses Jahr wieder Weihnachtsbäume zu verkaufen. Es wird hier also am 4.12. wieder einen Weihnachtsbaumverkauf auf dem Gelände geben. Aufgrund der Pandemielage werden wir leider nichts drumherum stricken können. Also es wird nur den Weihnachtsbaum hier geben. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wieder viele Bürgerinnen und Bürger aus Güstrow kommen und hier ihren Weihnachtsbaum bei uns erwerben. Gut, also der 4. Dezember, das ist der Sonnabend vor dem 2. Advent.
So soll es sein, von 9 bis 14 Uhr, dann ist der Werbeblock vollständig. In Ordnung, ja, das soll ja auch so sein. Ja, Herr Neuss, ich habe gewusst, dass es immer eine gute Idee ist, hier vorbeizukommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die vielen Informationen und wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern natürlich alles Gute für die großen Projekte, die vor Ihnen liegen. Allerbesten Dank.